Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Heute sind wir leider alleine. Die Sarah ist ziemlich krank. Genau, deswegen werden wir heute mal hier hingehen zu der Krypta. Ja, hoffentlich ist da keine allzu große. Hier sind Wölfe. Allzu große, ja, Rätsel-Dings da, weil das mag die Sache auch ziemlich gerne. Dokument. Das ist auch super. Okay, dann gehen wir mal zurück zu, ich glaube, den Brunnen. Da waren wir das letzte Mal. Ups, ups. Genau, beim Brunnen. Und da haben wir ja, ups, bisschen abgedanced. So. So, und dann geht's hier. Warte, erstmal. Blub. So. Und was hat der Pass da? auf, wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Wo schaut er hin? Schwarzmähnenwolf. Na gut. Ich mag die halt. Ja, naja. Die Wölfe zu jagen mag ich nicht so gerne, ehrlich gesagt. Ich muss wieder zurück. Ups. Gut. Das ist alles voll. Ah, Schlamm, deswegen. Hab mich gerade gewundert, warum die plötzlich aufgehört hat zu gehen. Oder zu rennen. Dann bin ich mal gespannt, wohin das hier jetzt geht. Wieder Schlamm, Schlamm, Schlamm. Ah. Super. Den Fähigkeitspunkt machen wir dann später. So. Wir sparen da noch ein bisschen. Momentan haben wir nur einen. Super. Das Leder können wir jetzt sehr gut gebrauchen. Warte, warte. Haben wir voll? Ja. Das ist so creepy hier. Immer in diese Leichen. Da weiß man nicht, ob jetzt irgendwas Böses passiert oder. Oh, süß. Okay. Ob irgendwas Böses passiert oder die einfach so da stehen, ne? So. Erstmal ein bisschen hochgehen. Naja. Ich glaube, da können wir noch nicht rein. Ah, doch. Cool. Hier ist ein Opferaltar. Alter, hier ist ein Opfer. Genau, und das da können wir noch nicht. Genau, fehlende Ausrüstung, genau. Da brauchen wir wahrscheinlich so eine Seilwinde. Okay. Warte, erstmal schaue ich, was hier drin war. Bevor ich da hochkraxel. Money. Schwarzpulver. Und sonst, das war's, alles klar. Benutzen Sie Schwarzpulver. Okay. Das war doch nichts. Okay. Ah, ja. Oder doch nicht? Warte mal. Komme ich da nicht hin? Wie
wie dunkel das Ding hier ist, ne? Da ist es schon schwarz, da ist es schwarz. Das ist echt komisch. Warte mal. Ah, jetzt hat. Okay. Hat die Lara das nur nicht kurz? Oh. Ach, wir sind schon im Gebiet. Nee, noch nicht. Okay. Hier ist aber ein Dokument. Warte, geradeaus bis zur Mauer, okay? Geradeaus bis zur Mauer. Abrollen, Lara. Das musst du noch üben. Okay, irgendwo hier muss das Dokument sein. Erstmal Leder holen. Vielleicht ist das Dokument ja auf Leder geschrieben. Ja, Hase. Oder ist es hier? Nee. Ich weiß, man kann es aktivieren. Alter, nee. Man kann so das markieren, aber das will ich gerade. Oh, Entschuldigung. Das will ich gerade nicht machen. Weil ich will kurz schauen, ob man das wirklich nur erkennt, wenn man es markiert hat. Oder ob man es auch so erkennt. Aber ich glaube, das erkennt man nur, wenn man es markiert hat. Ah, okay. Gut, ich dachte, da wäre gerade was Glitzer gewesen. Wir werden jetzt mal kurz weiterschauen. Hier gibt es ja überall was. Das ist auch viele. Aha. Ach, jetzt sind wir hier, genau. Okay. Dann gehen wir mal auf Wolfsjagd. Auch wenn ich das nicht mag. Aber das ist ja ganz gut, dass die Sarah jetzt hier fehlt, weil sie hasst es ja auch, die Wölfe zu jagen. Und die sind so schön. Wölfe sind echt schön. Und sie mag das ja nie, wenn ich das mit einem Pfeil und Bogen mache. Oh, hi. Ja. Cool. Ach komm, ich hab doch F gedrückt, oder? Musste ich F drücken? Oder E? Ich hab... Gut, dass die Sarah hier fischt. So. Ja, ist alles voll, okay. Na gut. Also, da sind drei. Interessant. Entschuldigung. Oh, da sind sogar mehr. Können die schwimmen? Ha, die können nicht schwimmen. Entschuldigung. Wohin schieße ich denn? Hey. Da
Der Schwarze war doch tot, oder? Dachte ich. Komm, Headshot überlegt oder was? War's das? Ich glaube, das war's. Ja, gut. Jetzt hat er den Bogen wieder reingetan. Mit seltenen Tierhäuten können sie eine Basis. Da gab es bessere Outfits und hochwertige Waffen-Upgrades. Sarah wäre stolz auf uns. Oder auf mich. Kein Update gesagt. So, draußen habe ich noch ein Glitzerding gesehen, aber erstmal werden wir hier die Höhle inspizieren. Das ist ein Wasserschwein. Das ist ein Kochtopf. Das ist ein Rucksack. Geheimnis entdeckt. Ich liebe Geheimnisse. Überlebensversteck und hier unten auch. Oh, das ist doch sehr schön. Da machen wir hier ein Ausrufezeichen. So, nochmal Gold. Super. Gut, dann. Hier haben wir alles. Warte, wo hat's geglitzert, blitzert? Hier, genau. Glitzer? Ah, ich habe nur XP gefunden. Oder? Keine Ahnung. Ich habe ja jetzt gerade rechts geschaut und nicht links. Links geschaut, nicht rechts. Was ist das? Aha. Warte. Ist da unten was? Ich weiß nicht, ob das jetzt da unten ist oder. Das müsste. Ist hier. Warte, hier ist auf, das auf jeden Fall. Jetzt müssen wir irgendwie. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt schaue ich noch mal kurz hier bei den Dokumenten. Die kann ich gar nicht markieren. Vielleicht ist in diesem Überlebens Versteck. Hui. Dann vielleicht. Nee, wie komme ich da hoch? Ah, ich weiß wie. Warte, hier war das, genau. Hier. Das ist er. Kann ich das nicht da oben hinstecken? Ah, doch. Na also. Gut. Dann werden wir mal hier hin. 66%. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Immer diese Weißen, ne? Beziehungsweise die. Das sagt man ja oft nicht. Aber die Schwarzen oder die Afrikaner haben ja auch sehr oft. Oder haben. In Afrika ja auch Sklaverei betrieben und so weiter und auch andere amerikanische Stämme und so weiter.
Aha. Was ist das denn? Wandgemälde. Ach so, okay. Dann hier ist Dokument. Das mukieren wir gleich. Ah, okay. Das Dokument haben wir schon gefunden. Deswegen habe ich das nicht gefunden. Was? So, dann werden wir kurz mal das da holen. Oh nein! Das ist da hinten. Ach, super. Da machen wir es anders. Dann werden wir hier jetzt mal in die Krypta gehen. Wo ist die Krypta? Da ist die Krypta. Ich weiß, ich habe mich nur vertippt. So, da oben. Wie kommen wir denn da hoch? Ich glaube, die Sarah verpasst eigentlich gar nichts. Wir haben ja kurz gegen Wölfe gekämpft. Und das war's. Ja, ah, warte. Gibt es hier irgendwo? Hör mal auf mit deinen, ja, so. Also hier ist das da. Da müsste irgendwie irgendwo da noch mal so ein Seilding sein. Vielleicht hier. Ah, hier kann man hochklettern. Super, danke, Kantenmaler. Und hier sind Federn. Na komm. Und Seilrutsche. Yay! Komm. Nein, du musst dahin springen, wo die Farbe ist. Was echt komisch ist. So, nach da. So, und dann klettern wir da hoch. Unter dem Wasserfall. Jetzt kann ich ja eigentlich ja das alles machen, was die Sarah nicht macht. Ja. Hallöchen. Okay, da bin ich voll. Ich bin überall voll. Ah, Schwalbensprung. Das mache ich ja die ganze Zeit. Ja. Dann gehen wir mal in die Krypta. Ich mag so das Geräusch, Entschuldigung. Aha, warte. Hier darf ich nicht schnell sein. Kann ich die entschärfen? Nicht, oder? Wow. Das ist so ein Peitschding. Kann ich die so auslösen? Warte mal, ich. Kann ich die. Warte mal. Ich konnte doch. Offensichtlich nicht. Ich wollte gerade die Waffen wechseln, aber das kann ich nicht. Komisch. Warte mal, ich schau mal, ob ich die. Nee. Okay. Dann lasse ich die mal da stehen und werde später reingehen. Okay. Das Wasser sieht tief genug aus. Ja, das stimmt. Aber ich werde mich mal hier umsehen. Okay, da kann ich runterlaufen. Da ist es versperrt und da kann ich lesen. Wir hören gleich mal, was die Lara zu sagen hat. Möge Chucky einen Umhang aus feinster Wolle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Warum? Vielleicht ist es da heiß. Dann. Das könnte ein Nachruf auf die Menschen sein, die hier bestattet wurden.
Ach krass, das hat sie jetzt so gesagt, okay. Finde ich aber gut. Nicht, dass wir wieder das Tab öffnen müssen und so. Ich kann nur etwas mit Jade entziffern. Hä? Wo denn? Also das Grüne da? Oder das da? Na egal. Naja, die Falle ist ja schon ausgelöst. Ich weiß gerade nicht, wohin ich gehen muss. Ist da unten was? Es sieht auf jeden Fall ziemlich tief aus. Ich schau mal kurz, was da unten ist. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich hoffe, es ruckelt nicht. Oh. Jetzt check ich erst, dass hier die ganzen Leute sind. Oder Statuen, nicht Leute. Interessant. Und hier ist ein Weg. Warte, aber dafür tauche ich erstmal auf. Und schau mir das mal genauer an. So. Oh, wieder so eine enge Stelle. Statue. Und keine Leiche. Ich gehe mal jetzt hier hoch. Kann ich da... eine Eule. Das sind schon wieder Statuen. Praktisch. Ja, das ist irgendwie gruselig. Das ist irgendwie gruselig. So durch die ganzen Statuen zu schwimmen. Okay, ich weiß gerade nicht, wohin wir gehen. Wieso? Los! Lara! Tauch auf! Oh, meine Güte! Hier war vor kurzem schon jemand. Man hat die Fackeln angemacht, ne? Warte mal. Okay. Ich dachte schon, dass wir hier hin müssen. Hier war vor kurzem jemand. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Fehlende Ausrüstung. Was brauchen wir da? Eine Schrotflinte. Wer war hier? Das hier habe ich gesucht. Echt? Okay. Ich wusste gar nicht, wonach wir suchen. Da mach mal das Grab auf. Hier. Läuft bei dir. Mann, kostet Stiefel.
Gameplay-Vorteil. Willst du das gerade nicht wieder zumachen? So. Über in Tote spricht man nicht. Vier alte Krypten. Eins von vier. Super. Sieht schon echt cool aus, ne? So. Oh, Entschuldigung. Aber wie im. Was meint sie mit hier war vor kurzem jemand? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ah, von dieser. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier sind wir wieder. Okay, dann haben wir jetzt hier das da, genau. Das Überleben. Warte mal. Das ist da unten. Dann springen wir nochmal runter. Entschuldigung. Warte mal, hey. Okay. Ich hole mal kurz das, das Überlebensversteck. Nein, oder? Ich komme da nicht hin. Oder doch, ich komme da hin. Weil von oben ist da Licht. Das heißt, irgendwie muss ich da hinkommen. Ja, komm. Warte. Entschuldigung. Mein Fehler. So, ich dachte, das wäre gerade hier gewesen. Wusste ich natürlich, dass da was ist. Und ich bin nicht nur über Durchfall. Zufall. Wollte ich natürlich sagen. Da stehen geblieben. Ach, das war der. Ja, super. So, vielleicht bekomme ich von hier aus. Komme ich die hier auf? Nee. Na gut. Dann sind wir auch schon wieder fertig. Ich gehe kurz raus und dann werden wir das nächste Mal wieder ein bisschen weiter erkunden. Ich muss jetzt, glaube ich, wieder hier durch und dann über das Grab dann weiter. So, nächstes Mal werden wir höchstwahrscheinlich weiter die Karte um Paititi plündern oder die Gräben und was weiß ich. Okay, ja, hoch mit dir. So, und wir werden vielleicht nächstes Mal sogar mit der Hauptmission weitermachen. Kommt halt drauf an, ob die Sarah bis zum Sonntag wieder unter den Lebenden weilt oder ob es ihr immer noch schlecht geht. Ich hoffe natürlich, dass es ihr bald wieder besser geht. Und da. Genau, und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat nicht so viel geruckelt. Letztes Mal hat es leider ein bisschen geruckelt. Das habe ich schon gesehen. Ja, ich hoffe, das stört nicht so ganz. Und ihr seid wieder das nächste Mal dabei.
Und ja, das wäre dann wie am Montag. Genau. Dann bis dann und ja, grüß mir die Sarah. Bye, bye.